Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Zurück in der Basis. Ich habe natürlich schon ein bisschen aufgeräumt und so weiter. Aber auf jeden Fall haben wir ja was vor heute. Wir haben das Mini-Motorrad gekauft, eine Solarzelle und den Tragschrauber. Und der Tragschrauber wird die große Herausforderung heute werden, nämlich den Jungfernflug zu bestreiten. Nichtsdestotrotz, zuerst geht es natürlich erstmal aufs Dach, die Solarzelle baue ich ein und dann können wir uns um die Nebensächlichkeiten kümmern, nämlich abzustürzen oder hoffentlich eben nicht. So, schalt mal aus, pack die mal rüber. Was haben wir jetzt? 54 Watt, also eine bringt offensichtlich 27 Watt. Stimmt auffallend. Und was bringt die jetzt noch dazu? Die bringt 30 Watt dazu. Gut, 3 Watt. Ist es das wert? Ne? Das waren 27. Und die bringt 30. Naja, was soll's. Gut, dann geht's erst. Habe ich wieder eingeschalten? Ja. Das heißt, die Batterie sollte jetzt auch laden. Gehen wir an der Leiter hoch, da wird es einfacher für dich. So. Ja, genau. 13 Watt. Klappe zu. Dann haben wir das kleine Mini-Motorrad. Wo ist es denn? Hier ist es. Ich müsste ja eigentlich mal sowas wie eine Garage bauen und vor allem eine, wo ich Platz habe. Denn das kann ich zwar klong hier an Wasserständen Spender stellen. Aber ansonsten ja, steht es halt erstmal nur mitten im Weg rum. Stört mich im Moment nicht so sehr. Ich könnte dem Ganzen natürlich noch eine schöne Farbe geben. Hast du ja gar keine Farbe reingemacht? War das die ganze Zeit weiß? Oh, du hast doch so schöne Farben. Oh, du musst bloß wissen, wo du sie hingeräumt hast. Bei Mods sind sie drin, weil sie ja natürlich was verändern. Rosa. Willst du schon immer mal ein rosa Mini-Motorrad haben, oder? Violett. Grün. Ui, sehr speziell. Gefällt mir nicht. Dann probieren wir es nochmal mit grün und wenn das auch nicht schön ist, dann bleibt es erstmal weiß. Passt irgendwie überhaupt nicht zu dem blauen Gepäckträger hinten, müssten wir es eher blau machen. Gut, kümmern wir uns um was anderes. Um den Tragschrauber. Den Tragschrauber brauchen wir für den eine Farbe. Erstmal nie, aber wir brauchen Benzin. Haben wir Benzin? Benzin haben wir ein bisschen was. Hast du hier noch was drinne? Ah, läuft. Hammer. Geht los. Und dann die große Frage, wo fliegen wir hin, wenn es funktioniert? Naja, probieren wir es erstmal ganz vorsichtig überhaupt zu fliegen. Kommst du mit, Drohne? Der Schlafsack ist hier aktiv, also wenn wir sterben sollten, landen wir genau hier wieder. Ja, theoretisch könnte man das Ganze auch vom Dach aus starten, allerdings bräuchte man dann ein Dach, von dem man aus starten kann. Da würde ich es ungern machen, weil dort die Türme stehen. Habt ihr gerade auch was gehört? Weil dort die Geschütztürme stehen und mich ja dort die Geier im Zweifel angreifen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn da mein Tragschrauber worum geht's, wenn da mein Tragschrauber draufsteht, während der ja Blutmond nach. Klong. Ich bin immer prepared. Müsstest du da langsam wissen, liebe Drohne. Hm? Ist doch jemand da, also. Oh, der ist aber weit geflogen. Ja, ist er. Naja, da liegt er nun.
Sollte ich hier in der Nähe von den Kakteen vielleicht lieber nicht fliegen? Kommt die Drohne hinterher? Nachtanken. Oh, das ist aber nicht so viel, was da reingepasst hat. Wie weit kommst du denn damit? So, gut, egal. Wie geht denn das? Nach vorne fahren, nach hinten fahren. Okay. Rechts, links wird wahrscheinlich so gehen. Wie kannst du nach oben? Ah, okay. Und dann geht nach unten. Ich fliege. Oh, nee, nee, warte mal. Kippt man ihn nicht so böse rum? Wie kannst du wieder nach vorne kippen? Uiuiuiui. Wie können wir denn landen? Wie kannst denn du... Also, erstmal fliegen wir. Das ist schon mal gut. So kann man Kurven fliegen. Okay, und jetzt kippt er plötzlich nach unten. Okay. Da fällt mir ein, da hinten waren doch noch Airdrops. Da können wir dann mal versuchen hinzufliegen. Das ist unsere Basis, auf der sollten wir jetzt möglichst nicht runterfallen. Wo ist die Drohne da? Wo ist denn die Drohne? Oh, die kommt mit, das ist aber schön. Es fühlt sich alles wahnsinnig langsam an, könnte aber einfach daran liegen, dass wir so hoch sind. Und wenn ich senkrecht nach unten gucke, da ist ja doch schon ein bisschen Bewegung da. Das meinte ich, ja. Und da ist auch der Tragschrauber. Hat er das überlebt? Ich hab's erstmal nie überlebt. Ja. Da haben wir erst ein bisschen EP verloren. Das ist nicht mein Problem jetzt, mein großes. Mein großes Problem ist, dass ich da hinlaufen muss. Drohne, wo bist denn du? Bist du jetzt hier oder bist du dort? Och nö. Ich habe aus Versehen E gedrückt. Warum habe ich E gedrückt? Ich wollte lenken und bin auf die falsche Taste gekommen. Das ist natürlich albern. Ich habe natürlich ein Backup gemacht, das ist klar. Aber mal gucken, was von dem Tragschrauber noch übrig ist. Und wo ist die Drohne? Da ist erstmal mein Rucksack, das ist gut. Und irgendwie war ja direkt neben uns der Tragschrauber gelandet. Ich hoffe, der hat nicht allzu viel Schaden genommen. Und die Drohne ist auch hier. So. Okay, jetzt hat er es erstmal alles da rein noch reingestöpselt. Das ist okay. Hallo Drohne, schön dich wiederzusehen. Warum hast du mich nicht gerettet? 3% hat er verloren. 3%, das ist überschaubar. Gut. Könntest du mal starten? Ja. Dann würde ich jetzt einfach nicht mehr E drücken, wenn ich in der Luft bin, weil ich dann nämlich aussteige. Gut. Da ist der Airdrop. Da fahren wir hin. Achso, wie komme ich denn da hin? Achso, ich könnte. Wie kann ich das nach vorne kippen? Im Kaktus gelandet, okay.
Wie kann ich denn? Oh, da ist ein Zombie. My senses have picked up something. Yippie. Aber nochmal zu der ursprünglichen Frage zurück. Wie kann ich das nach vorne? Ich kann steigen, aber nicht sinken. Oh, welche Taste könnte das sein? Naja, so geht's auch. Okay. Hallo? Parkschrauber? Ich werde angegriffen von einem Geier. Och, Geier. Gut. Hat der Tagschreiber eigentlich dich? Nein, nur ich an meinem Helm, ne? Ja. Ich hatte schon erwähnt, dass das heute Jungfernflug ist sozusagen. Also das ist jetzt schon der zweite Jungfernflug, weil ich habe halt den ersten etwas ungünstig abgebrochen. So. Genau, so machen wir das. Könntest du mal bitte nicht so einen Blödsinn machen? So, jetzt drehen wir das so rum. Och, war das eine butterweiche Landung. Oh, 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 oh. Das war nie geplant. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ach Gott. So. Ich steig einfach mal aus und gucke, was passiert. Du rollst ein bisschen weg. Hm. Na, du kannst ja bloß bis zum Stein rollen, richtig? Schick. Was machst du hier? Bewachst du den Airdrop? Deswegen sind wir ja überhaupt erst hier hochgeflogen, um das Ding mal einzusammeln. Schauen wir mal, was uns erwartet. Der liegt ja jetzt auch schon eine ganze Weile hier. Okay, einmal ein Rezept und ein Lederrüstungspaket. Das kann direkt, so wie es ist, zum Händler gehen. Und dann können wir diesen löschen. Wieso ist denn die Gesundheit von mir so niedrig? Ist das von dem Geier noch? Ist ja unglaublich. So, der andere Airdrop muss da hinten irgendwo sein. Dann probieren wir das einfach nochmal. Wir wissen jetzt, wie es geht und wir wissen auch, wie es nicht geht. Nimm mal die Nase hoch. Ah, so ist gut. Sinkt man die ganz so schnell? Uiuiuiui. Ein Geier. Da ist der Airdrop halt. Ja, ja, ja. Hoch, 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 hoch. Bleib mal stehen. Also die einfachste Art, stehen zu bleiben, ist immer noch auszusteigen, habe ich gerade festgestellt. Du stehst noch mal auf. Gut, jetzt nicht mehr. Und da haben wir die zweite Kiste. Mhm. Fernkampfmods, na gut. Da hast du auch schon wahnsinnig viel
Ja, hast du alles schon auf jeden Fall. Oh, hier sind aber viele, viele, viele Zombies und so. Was ist denn da hinten? Wieso ist denn da noch einer? Ist da gerade runtergekommen? Habe ich das nie gecheckt? Den kannst du auch mal löschen. Hier ist noch ein Airdrop. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, da fliegen wir da auch noch hin, oder? Klar, das machen wir. Jetzt, wo wir es so richtig gut drauf haben. So. Was ich bisher noch nie so richtig hinbekommen habe, aber gut, das ist ja, ach, der erste Flug, alles gut. Ist die Frage, wie man. Wie man punktgenau landen kann, also wenn ich zum Beispiel auf die wahnwitzige Idee kommen würde, auf einem Hochhaus zu landen oder auf meiner Basis. Ja, der Wechsel zwischen Steig- und Sinkflug, der ist ziemlich schwierig. Kannst du mir was tun, wenn ich hier liege? Ey, nee, nee, nee. Was machst denn du? Das ist ja bösartig. Gibt es da einen Geier-Abwehr-Mod? Das wäre doch toll. Oh, nee, 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 komm. Komm, geh mal runter, runter, runter. Hoch, hoch, hoch. Na klar, du bleibst natürlich im Kaktus, ey. Das hast du ja richtig gut gemacht. Gut, kümmern wir uns erstmal um die wichtigen Sachen. Die dritte Kiste. Na toll. Wieder was für den Händler. Au, ich wollte nicht meinen Tragschrauber schlagen, habe ich aber. Gut, dann lasst uns mal einen Blick auf die Karte werfen. Wo sind wir denn jetzt? Achso, den kannst du jetzt auch wieder löschen. Haben wir noch irgendeine Markierung? Nein. Wo sind wir jetzt mitten in den Bergen? Ich hatte ja gesagt, dass wir eventuell in dieser Stadt mal versuchen könnten. Tier 5 Mission freizuschalten. Das ist auch eine relativ große Stadt. Und das könnte natürlich bedeuten, dass wir dort vielleicht andere Missionen haben als hier hinten. In der Stadt haben wir Tier 5 Missionen. Und in der Stadt. Zumindest könnte man sich mal die Innenstadt angucken, was da für ein Gebäude stehen, ob da überhaupt was dabei wäre, was Tier 5 tauglich ist. Wollen wir da mal hinfliegen gemeinsam? Mehr als sterben können wir nicht. Und notfalls muss ich dann mit dem Motorrad dahin fahren. Ja, das wäre halb so wild. Wie ist denn eigentlich der Radius? Der Radius zum Freilegen des Geländes, der ist auch nicht größer, als wenn ich mit dem Moped oder mit dem Auto fahre, ne? Nicht so, dass ich, wenn ich hier einmal hochfliege, dann alles sehe und deshalb das ganze Gelände freigeschaltet habe. Hier ist auch noch eine Stadt, die scheint aber ziemlich klein zu sein. Aber es reicht für einen Händler. Gut, hören wir mal auf zu schwafeln. Gucken wir mal, was wir hier eigentlich noch an Skillpunkten haben. Ne, wo sind die hier? 4 Punkte. Ist auch nicht, wofür ich die jetzt gerade verwenden könnte. Besser fliegen lernen wird es ja wohl kaum geben. Da müssten wir nach Norden. Norden. Nach Norden und zwar zu dem hier hoch, so weit. Naja, gut.
Probieren wir es mal. Uiuiuiui. Kannst natürlich mal gucken, wie hoch es überhaupt geht. Oh, jetzt hat er natürlich ein bisschen ein paar Ruckler gehabt, weil er natürlich erstmal die Karte laden muss. Ja, das sieht man jetzt, wie er so Stück für Stück erst alles aufbaut. Wie hoch kann man eigentlich fliegen? So hoch, bis der Sprit alle ist, ne? Habt das schon kapiert. Okay, dann sind wir jetzt wohl am höchsten Punkt. Was passiert eigentlich, wenn ich zwischendurch M drücke, um die Map anzuschauen? Dann stürzt man zumindest nicht gleich ab. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Riesenvorteil. Da rechts unten ist der Händler. Das eingezäunte Gebiet. Ja, wir haben heute nicht die beste Sicht, habe ich so im Gefühl. Von oben sieht das schon merkwürdig aus. Mehr Straße als alles andere, oder? Als Häuser. Und geht es nur schneller als auf dem Fußboden, also als auf der Erde? Ich denke schon, oder? Und schon alleine dadurch, dass wir keine Kurven mehr fahren müssen, irgendwas ausweichen müssen. Einfach nur querfeldein. Wie ist der Spritverbrauch? Oh, wir haben schon 15% verloren an Zustand. Wo wollte ich denn hin? Dahin, alles klar. Weiter Weg. Ja, also wenn man dann schon ein bisschen sich so dran gewöhnt hat, ich glaube, da kommt man ganz gut hin. Wie gesagt, die Landung müssen wir noch ein bisschen üben, das Punktgenaue. Es gibt leider bei dem keinen senkrechten Steig- und Sinkflug, sondern man muss wirklich so schräg halt, ne, nach oben kippen oder nach unten. Was man mit den Standard-Tastenbelegungen mit Space kippt man ihn nach oben und mit C kippt man ihn dann wieder ein Stück nach vorne. So habe ich das festgestellt. So leichte Kurven kann man mit der Maus fahren, ansonsten mit der Tastatur rechts, links, also A und D für die Richtungsänderung hier. Da kommt man dann schon relativ gut hin. Ja. Gut, wird heute mal eine gemütliche Runde, ein gemütlicher Ausflug in die Umgebung. Auf jeden Fall sollte man, wie ich gerade sehe, immer Ersatzbenzin dabei haben, denn allzu groß ist der Tank nie. Hier werde ich auf jeden Fall ein Ersatzbenzin, also Reservetankmod heißt das, glaube ich, reinpacken müssen. Und vielleicht auch ein Verbrauchsmod, ne, Spritsparermod oder wie das heißt, Benzinsparermod. Ja, jetzt kommen wir hier rüber zur Stadt. Hier vorne ein paar Bauernhäuser, Farmhäuser. In der Innenstadt dann schon eher größere. Was sehen wir da Interessantes?
Da ist ein großes, interessantes Haus. Das könnte Skyscraper 1, 2 oder 3 sein. Da ist irgendein Girls Club, den kennen wir auch noch nie. Was haben wir hier? Erwachsenentheater, okay. Die kenne ich auf jeden Fall noch nie, das lohnt sich auf jeden Fall mal. Ne, halt, stopp, steig. Niederlanden. Das ist doch blöd. Incoming enemies, prepare for conflict. Genau, das habe ich befürchtet. Und du rennst mit einer nicht geladenen Schrotflinte rum. Das ist auch wieder klasse. Da oben gibt's Loot. Ich wollte die eigentlich anders kennenlernen, als dass ich hier einfach auf dem Dach lande. Ja, Drohne, du musst schön aus dem Weg gehen. Du kannst dich nicht einfach da hinstellen. Ist das eine Mine? Nee, das ist keine Mine. Da gibt es noch Munition. Ausgerechnet die, die mir nichts bringt. Und irgendjemand randaliert da unten. Ich hör's. Die kannst du mal zerlegen. Gut, wie willst du denn jetzt von hier wieder starten? Hast du dir das schon mal überlegt? Ist da was in der Box? Nee, schade. Vielleicht, wenn du den hier hinstellst und in diese Richtung startest. Da drüben die Baustelle, die kennst du auf jeden Fall auch noch nicht, oder? Mama Pizza. Also ich glaube, in der Stadt könnte man tatsächlich mal ein paar Missionen machen. Nee, andersrum drehen. Achso, da muss ich mich rumdrehen. Bei Fahrzeugen geht das nicht anders. Dann kann ich aber schon mal tanken. Schön. Gut, so brauchst du nie. Also gefühlt, denke ich, habe ich ja doch noch ein bisschen was ich entdecken kann in dieser Stadt. Das werden natürlich nicht alles Tier 5 Missionen sein, das werden wahrscheinlich irgendwas Tier 3 Missionen sein. Tier 2, Tier 3. Hier ist ein Helikopterlandeplatz. Ach, das ist das Skyscraper 03. Ne, das ist mit der tollen Dachterrasse hier. Schön. Ja, da müssen wir irgendwie in dieser Stadt. Was hast du dort? Okay. Hier in der Mitte sowas wie eine Raffinerie oder sowas. Ist das auch eine Mission? Wahrscheinlich. Und hier kommst du raus. Ne, hier geht's noch ein bisschen. Oh! Shotgun ist hier. Das ist die Fabrik. Die Fabrik hast du gemacht, ne? Ich denke, ist es die oder gibt's da noch eine andere? Da unten, das ist hier die Baustelle. Die haben wir auch schon mehrfach gemacht in anderen Städten.
Bisschen was erkennt man wieder. Ja, hier hinten natürlich die kleineren Häuser. Da unten gibt es einen Garten, da kann man ernten. Oh, jetzt wird neblig. Das ist natürlich blöd. Das sehen wir gar nichts mehr. Sehen wir nicht mehr, wo wir hinfliegen. Na toll. So, wo ist denn der Händler hier in dieser Stadt? Halt, bleib mal oben, bleib mal oben. Da ist ein Händler. Sonst noch? Na gut, jetzt im Nebel ist das alles schwierig. Jetzt ist der Händler weg. Wo ist jetzt das Händlersymbol? Stürzt man nie ab. Doch, in die Richtung geht's weiter. Höher, 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 höher. Uiuiui. Das hat man auch schon gemacht. Das ist der Schießplatz. Okay. Muss immer noch schaffen, irgendwo beim Händler zu landen. Das ist das Motel. Okay, 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 okay. Ja, so kann man auch landen. Nicht sehr schön, aber lebend runtergekommen. Da wäre fast zu überlegen, ob man sich da tatsächlich ein zweites Fahrzeug mitnimmt, dass man dann hier solche kurzen Wege... Hier gibt es Kartoffeln, die ernten wir jetzt nicht. Ob man dann solche kurzen Wege tatsächlich mit einem Motorrad zurücklegt. Aber du kannst halt Fahrzeuge nur ins Inventar packen, wenn sie leer sind. Und das bedeutet im Klartext, du könntest ja keine Beute aufsammeln. Ah. Sehe schon, das hat alles so einen kleinen Haken. Hier liegt auch schon ein Schlafsack von mir. Hier war ich also schon mal. Hol mich nicht so an. Insensibel. Da gucken wir mal, was der für Aufträge für uns hätte. Wenn er denn Aufträge hat. Hat auf jeden Fall. Stufe 1. Ach herrje. Wäre das mal eine Sache, die ich mal offscreen mache, dass ich mal ein paar Tier 1 Missionen mache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon wieder spannend ist, mir zuzugucken, wie ich den nächsten Händler nach oben level. Hier ist nichts Spannendes dabei. Achso, wie war denn das? Such mal nach Mod. Da hast du kein sinnvolles Mod für den Tragschrauber. Und hier gucken wir erstmal schnell durch, ob es was Spannendes gibt. Nee. Blaubeerkuchen, aber den kann ich selber backen. Da gibt es gar nichts. Und hat er hier einen Mod? Motorwerkzeugtank, der nützt mir nichts. Gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss für heute. Und dann überlege ich mir, wie wir morgen weitermachen, ob wir dann hier den Händler hochleveln, dass wir uns in der Stadt ein bisschen austoben. Die nächste Blutmondnacht, die ist ja noch ein Stückchen hin. Die ist am Tag 91, heute haben wir Tag 86. Und deine Sensoren haben schon wieder irgendwas entdeckt. Gut, ist halt so. Alles klar. Wie gesagt, an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute und ich bedanke mich fürs Zusehen.